Hallo und willkommen zurück zu King Arthur Ninth Legion. Und wir gehen zur Burg der Gefahr und wir sollen hier einen formorischen Anführer platt machen. Mal schauen, wie lang die Mission wird. Eventuell ist das auch einfach nur ein Kampf. Mal sehen. Auch wenn wir noch immer auf Kaiser Sullas Legionen warten, scheinen wir in der Zwischenzeit bereits einen weiteren gefährlichen Widersacher gefunden zu haben. Eine Armee von Riesen versammelt sich im nahen Sumpf. Wir dürfen nicht riskieren, dass sie die Kolonie überfallen, also habe ich beschlossen, zuerst zuzuschlagen. Ich werde Zeit und Ort für einen schonungslosen Angriff wählen und ihren Anführer töten, bevor es zu spät ist. Okay, besiege den formorischen Anführer. Dann werden wir das mal machen. Klingt jetzt nicht nach nur einem Kampf, aber wer weiß. Unsere Truppe ist immerhin dieses Mal komplett. Look at these bones. How did they get here? This sight feels wrong, even here. These are the remains of a Fomorian giant. Remember what I told you? Those titans used to rule Avalon once. It's not that simple. The Fomorian champion still draws power from those bones. Is that good or bad? Could we use those idols against him? I can sense the Fomorians through these bones. And there are more and more of them. They just keep coming. Then we shall use their remains against them. We could even hurt their champion. Let me think about our next step. Flamina wirkt eure Magie, dann wird der Streiter weniger Gegner beschwören. Nerva. Wir machen das mit weniger Streitern, weil die Lebenspunkte sollten kein großes Problem sein, wenn wir die runtersetzen können und Abschlachtungstreffer und so weiter. Mach mal das. Bitte den formorischen Streiter. Okay. Ja. Hands off the spoils. Und da haben wir einen Schrein. Da sollten wir wahrscheinlich gucken, dass wir da möglichst schnell hinkommen. Ich klicke mal dahin. Now it belongs to the Legion. Ich klicke jetzt nochmal dahin. Weil der wollte dann automatisch da hinlaufen. So. Na, okay. Musik ist ja ein bisschen leise. Destroy the idol. It is like a wound on the world and it draws in the beastmen. Aha, eine Runde. Oh, halt aber nur 100 aus. Musik. So. Okay. Also das könnten wir versuchen umzulasern direkt. Ist ein bisschen... nicht ganz optimal. Besser wäre das, wenn wir mit dem da was machen könnten. Der müsste aber noch weiter nach vorne. Mit dem käme der da auch nicht hin. Der macht aber auch zu wenig. Dann hätten wir die noch, die... Achso, die Vögel müssen wir sowieso rufen. Das ist alles außer Reichweite. Okay, das sollten wir aber schon direkt machen, denke ich. Ja. Verknüpfen können wir das vermutlich nicht. Nein. Entweihung. Ja. Yeah. Okay. Dann. Gehen wir mal darüber. Ja, das ist gut. Dann zwei nach vorne. Mhm. So.
So, dann hat er zumindest schon mal ein bisschen was verloren. So, dann nehmen wir den. Der müsste bis da nach vorne laufen. Das ist schon sehr weit. Das kann man eigentlich vergessen. Also ich sehe nicht, wie wir das kaputt bekommen sollten. Also es wäre vielleicht machbar, wenn wir hier ja sehr viele Sachen, also was weiß ich, wenn wir den Trank benutzen oder so. Aber ich weiß nicht, ob es das wert ist. Was würde denn das rufen? Beschwörung von der Fomorischen Armee. Die sind aber eigentlich schon stark genug. Also da brauche ich jetzt eigentlich nicht noch zusätzliche Gegner. Die könnten wir theoretisch verknüpfen. Das hätte ich vorher machen sollen. Also die beiden. Aber der kann jetzt selber auch nichts machen. Das hält ja jetzt zwei Runden lang. Drei Runden sogar. Das haben sie ja behoben. Achso, da können wir, müssen wir jetzt drei. Ja, weil ich diesen einen Gegenstand dazu bekommen habe. Also können wir das jetzt nicht mehr verwenden. Okay. Der würde auf jeden Fall nicht nach vorne kommen. Ich mach den ja mal an, weil der ein paar Runden hält. Was macht denn, kann denn der zaubern? Ein Geysir. Eine Runde Verzögerung. Eine Erdkugel, die ist fies. Okay. Das könnten wir da draufhauen, aber das würde auch natürlich nicht reichen. Ich weiß aber auch nicht, ob das danach zerbröselt. Eins, zwei, drei, machen wir mal so. Okay, zurück. Ja, ist immer noch bei 67. Also wir könnten den zumindest einmal schießen lassen. Und mein Plan wäre jetzt erstmal mit dem darüber. Dann ziehen wir das dahin. Mit dem lauen wir jetzt die Rest-AP. Der geht jetzt nach vorne. Das Ding haben wir schon unter 50% runtergebracht. Das heißt, der macht jetzt richtig viel Schaden. Damit ist das Teil kaputt und der kann zumindest hier nochmal in den Schutz rein. Das hat sehr gut funktioniert, das müssen wir trotzdem gucken, wie gut der denn da, ja, also was wir da abbekommen, das könnte jetzt ziemlich übel werden. Wir können den da auch nicht mehr rausbekommen, aber immerhin, ich vermute mal, dass der den anstürmen wird. Und dann, ja, müssen wir sehen. Der macht seine Erdkugel, oder? Ja. Spare me. Okay, der konnte. Der hat nicht angestürmt. Ich weiß nicht, ob er nicht konnte. Aber das sieht sehr gut aus. Okay. Jetzt müssen wir gucken. Ja, machen wir da diesen Schutz drauf. Wir sollten wahrscheinlich gucken, dass wir zwei von denen ausschalten. Ach, die Musik sogar noch lauter. So. Ja, den da durchzubekommen wird schwierig. Also ich würde ganz gerne den stunnen.
Oder wir stunnen den. Ja, das wäre auch eine Option, wenn wir dahin gehen. Dahin. Den stunnen wir jetzt. Now you die. Dann ziehen wir. Ah, das geht nicht. Doof. Okay. Den können wir nicht. Okay, der kann auf jeden Fall jetzt nichts mehr machen. Und der kann auch. Also der kann was machen, der müsste aber oben rumlaufen. So, und theoretisch könnten wir mit dem noch mit diesem Ranged-Angriff angreifen. Aber dann sollten wir erstmal den anderen vorbeispringen lassen. Oh, und das machen wir jetzt. Das habe ich verplant. Das hätten wir natürlich vorher schon machen sollen. Damit kriegen die jetzt alle. Das ist sehr brutal. Okay, aber der ist... I hunt alone. Der müsste jetzt den erstmal angreifen. Der kann sowieso weg. Eigentlich muss der aber den angreifen. Ja, der ist... Der könnte aber auch noch auf Seite gehen. Ja, das ist schon ordentlich. Die ist sowieso, die käme da auf jeden Fall nicht hin. Der kann sich da nicht wegbewegen. Die kann sowieso nichts anderes machen. Dann machen wir den Angriff. So, und der kann auch schlussendlich nicht viel machen, als da einmal draufzuschlagen. Oder zweimal kann der draufschlagen. Einmal kriegt er das wieder zurück. Okay, dann nehmen wir erstmal den. Da machen wir jetzt diesen zusätzlichen Schaden an. Der darf aber den nicht angreifen. Der muss dahin springen. Damit wird jetzt auch die Kosten reduziert mit den Schritten, die wir hier machen. Naja, aber das ist leider nicht wahnsinnig gut. Ja, also. Da kriegen wir natürlich nicht genug Schaden angebracht. Wir können den jetzt noch einmal angreifen. Tartarus ist nice. Rein theoretisch könnten wir auch den Scharfrichter noch draufhauen, wenn wir genug Schaden angebracht bekämen. So, wenn der da hingeht. Wie viel hat der physische? 40%. Ist natürlich ein bisschen. Das müsste aber klappen. Also wir laufen hier hin. Das sind 4 Angriffe. 1, 2, 3. Moment, wie viel hat der? Es kann sein, dass der halt dann den Weg blockiert, aber ich bin verhältnismäßig zuversichtlich, dass der sterben würde. Also machen wir hier jetzt 1, 2, 3, 4. Damit ist der auf unter 50. Das heißt, rein theoretisch könnten wir das verwenden, aber da haben wir leider nicht. Okay, schade. Okay, das heißt, der geht jetzt da rüber. Der hat wieder einen Punkt dazu bekommen. Schlägt jetzt nochmal. Und ich glaube, durch das Brennen sollten die jetzt aber dann. Und Nekrose. Haben die Nekrose sogar auf 2? Sollten die genug Schaden bekommen? Müssen wir mal sehen. Das hier hat leider nicht gereicht. Beide tot. Okay. Ja, die haben einmal angegriffen. Und der hat aber nichts gemacht?
Ah doch, der hat dieses Meteoritendings da gecastet. Okay, das werden wir jetzt noch nicht holen. Wir werden erstmal, also wir werden ihn jetzt noch nicht direkt töten, sondern wir sammeln erstmal diesen Kram ein. Was mit dem? So. Und schnell. I can sense four similar idols around here. We must destroy all of them. I agree. This whole place is connected to the Fomorian otherworld. The idols are beacons that assist the champion to summon more beasts. Vergeuden wir nicht noch mehr Zeit. Unsere Aufgabe ist klar. Sieh sich das einer an. Das muss einer dieser seltenen Momente sein, den ihr zwar euch einig seid. Das bedeutet, wenn wir diese Götzen zerstören, können wir auch dem Streiter schaden. Habe ich recht? Yes, you are. We could use this bond as a weakness. On the other hand, as soon as we kill the champion, the portal will be closed, and the beasts won't come anymore. Flamina, könnt ihr die Kreaturen noch spüren? I can. Their numbers are growing. The champion is still gathering his army. Each idol summons the beasts, and what is worse, they will swamp this entire forsaken place. Vergeuden wir nicht? It is crucial that we destroy the idols as soon as we can. Ja, ja. Vergeuden wir nicht noch mehr Zeit? Unsere Aufgabe ist klar. These idols are connected to each other. What is worse, the magic in them ties all of the statues to the champion. Imagine them as various extra arms. I say we cut these limbs first. Okay. Haben wir uns die Kiste gerade noch? Filling the Legion's coffers. Also, wo war jetzt hier unsere... Okay, da müssen wir noch eins dann sicher für platt machen, aber... Spotted something. Ah, nee, okay, das sind nur Dingsies, die man benutzen muss. Beschwörungsgötzen, was? Ja, meinetwegen. Kann man da rüber? Look, Brothers. Pass me a few denari. Wo ist der Schrein? Just a bloody altar. Benutzt ihn. Auf ihn hier. Okay, wunderbar. By Lupercus. Carry on or stay here. Da haben wir eine Rastoption. Okay, ist doch etwas friedlicher hier. Also wir bekommen schon noch ein paar Kämpfe, aber... Da ist ein Hundi! Wir stehen wahrscheinlich nicht ganz optimal. Naja, also da kommen wir jetzt... nicht so wirklich dran. Ich guck mal, bevor ich mich da jetzt in den Kampf werfe, vielleicht kommen wir da von der anderen Seite ran und könnten dann direkt von der Reichweite aus, also, dass wir direkt in der ersten Runde dieses Ding wieder kaputt machen können. Moment, wo kommen wir jetzt her? So, genau. Das umgehen wir jetzt erstmal. Und da vorne ist jetzt das nächste. Oder auch nicht. Dann hier runter. Genau. Und jetzt sollten wir eigentlich von hinten rankommen. Das ist dasselbe Dingen. Bloß können wir jetzt den Hund quasi erstmal. Naja, okay, da sind wir genauso weit weg. Also das nutzt nichts. Da kämen wir nicht hin. Oder? Vielleicht doch. Okay, dann machen wir das
probieren wir das noch aus. Ich meine, macht ja nichts schlimmer, wenn wir das jetzt hier später angehen und was anderes zuerst machen. Hier die. Da haben wir auch so ein Dingen. Und das ist auf jeden Fall näher dran. Okay. Der hier hat ein Schild, den würde ich erstmal ungerne angreifen wollen. Wir können die verknüpfen. Okay, das heißt, wenn ich da jetzt auch einmal drauf baller, dann kriegen die alle drei Schaden. So, der müsste ein bisschen diagonal weiter. Nicht nur alle drei Schaden, sondern die sind dann auch alle geblendet. Ist das schon... Na, da müssen wir noch eins nach links gehen. So. Das ist schon ziemlich gut. Also alle drei geblendet. From the bowels of hell. Der könnte sogar von da aus drauf schießen. Und dann wäre das direkt kaputt. Ich kann das für den einen Punkt theoretisch mach mal den gesichert kaputt. Wir hätten wahrscheinlich mit einem diese drei Schaden gemacht, aber so. Okay, der ist jetzt mit dem Rücken zu uns gewandt. Machen wir mal die Vögelis. Eins, zwei, da kommen wir nicht hin, müssen wir zwei Felder nach oben laufen. Der müsste da vorbei, der kann auf Seite gehen. Wir könnten versuchen, die wirklich alle drei direkt zu töten. Wir probieren es einfach mal. Das heißt, der müsste da jetzt erstmal auf Seite. Und der könnte da hinspringen. Wir könnten aber auch zu dem hinspringen. Schaden machen wir da sowieso fast keinen. Ich weiß nicht, ob man das da drauf setzen kann. Ich würde eigentlich ganz gerne den rüberziehen, dass der mit dem Rücken zu uns gewandt ist. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Wenn ich da jetzt hinspringe, komme ich von dem nicht mehr weg. We are Legion. Der könnte den theoretisch einmal angreifen. Das macht wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel aus. Der könnte... Ja, der müsste sowieso ein bisschen laufen, könnte dann springen. Er könnte den auch eventuell direkt niedermetzeln. Wir probieren das jetzt erstmal. Dann ziehen wir den nicht. Ja, ziehen wir den nicht, sondern... Der kann nicht mehr schießen. Okay. Die könnte auch noch angreifen. Müsste nach oben laufen. Dann müssten wir den Weg frei machen. Okay. Dahin. Dahin. Dann gehen wir mit ihr darüber. Eins, zwei, drei. Eigentlich müsste, hatte ich glaube ich geskillt, dass das sowieso durchgeht. Vielleicht auch nicht. A nice day for their funeral. Ja, der springt drauf. Können wir den schon niederstrecken? Nee, okay. Dann muss der jetzt einmal drum rumlaufen. Dahin. Kann einmal angreifen. Das macht ja echt gar nichts. Das ist auch kein Hinterhalt hier leider. Okay, wir müssten
versuchen, da jetzt noch irgendwie. Er kann auch nirgendwo so dahinter gehen. Der ging ja auch nicht. Damit stößt er den 1 weg. Kann aber dann auch nicht mehr angreifen. Machen wir trotzdem. Der ist jetzt gestunt. Das reicht noch nicht. Wenn er nochmal 1 angreift, das reicht immer noch nicht. Da kommt zu wenig bei an. Wir haben leider... Der könnte da jetzt drauf rauschen. Der kann aber dann nicht mehr angreifen. Wir sind ja auch alle drei jetzt gestunt, weil wir den einen gestunt haben. Also diese Verkettung, die ist schon ziemlich brutal. Okay, der kann zweimal angreifen und damit kann der... Naja, das war nix. Okay. Da kommen wir nicht hin. Naja, gut, dann gehen wir halt da hin. Packen da auch nochmal drauf. Ist nur 0,4 betäubt. Der wird wahrscheinlich angreifen können. Ich glaube nicht, dass das hier jetzt ausreicht. Der macht ja gar keinen Schaden damit. Also. Na, und das hat nicht gereicht. Okay. Verfehlt. Ja, die sind halt auch geblendet. You got me good. Tartaros can wait. Ja, jetzt ist natürlich dieser Debuff abgelaufen. Okay. Hätten wir das hier machen können? Naja, auch nicht. Jetzt müsste... Ich meine, die sind immer noch verkettet. Wir könnten dem auf jeden Fall die... Das ist eigentlich unser Bonus, dass der den auch stunnen kann. Also machen wir das lieber als erstes, so zur Sicherheit. So, damit sind sie alle gestunnt. Wir gehen darüber. Das macht zu wenig. Der müsste da den... Der kann wieder zurück. Bow to Orcus. Der könnte da wunderschöne Hinterhalte drauf machen. Okay. Das heißt, der wird... Das geht nicht. Das ist kein Hinterhalt. Machen wir erstmal, gehen wir dahin. Das reicht auch noch nicht. Ja. Okay, das ist aber schon nicht verkehrt. Ja, das war ordentlich Aua. Der kann da jetzt auch rüber. Mhm. Den. Das geht nicht. Aber die sterben jetzt auch so. Okay, dann sollten wir idealerweise diesen Krempel einsammeln. Wenn wir jetzt noch eine Aktion machen, dann sammeln wir das jetzt mit dem ein. Oh, Achievement, Harvest 1000 Souls, okay. Ja, und von den anderen werden wir natürlich jetzt nichts mehr bekommen. Wir müssten den von hinten angreifen. So. Oh, der lebt immer noch. Das ist ja jetzt für uns ganz positiv. Dann können wir den Kram da hinten auch noch einsammeln. Der würde jetzt sowieso am Feuer sterben. Fupp. 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 Aber wir können den jetzt auch noch umpusten. So.
The founding twin. I can feel the presence of the Fomorian otherworld in my guts. It is close to this place. Dark, frozen, empty. Unlike anything I've known. Okay. So, dann gucken wir jetzt nochmal, ob wir das von hinten erreichen können, ob wir da durch können. Silver and gold. Okay. I see something. Okay, ja, hier können wir auch durch. Und ich schätze, dass das dadurch einfacher wird. Ja. Jetzt steht der Schamane direkt vor uns. Den können wir zerhacken. Leider steht da kein Dritter. Also können wir jetzt nicht die Kette nutzen. Aber das mit dem Ding ist schon super. Können wir das theoretisch auf den setzen? Müssen wir mal gucken. Der könnte einmal diesen Durchschuss machen. Der müsste sowieso zu uns hinlaufen. Und der kann auch nicht anstürmen gerade. Also leider können wir da nichts verketten mit dem hier. Also das kann man nicht. Und den kann man auch nicht verketten. Also das bringt jetzt gerade nichts. Den würde ich aber trotzdem ganz gerne in der ersten Runde direkt erledigen. Also setzen wir den runter. Dann... ja, rauschen wir da drauf. Der würde da angegriffen werden. Okay. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das so sinnvoll ist. Wir machen den an. Springen dahin. Der hätte dann noch einen. Das könnte aber reichen, um den dann niederzustrecken. Da müsste aber jemand anderes erstmal angreifen. Machen wir erstmal Vöglis. So, und dann einmal das, einmal das, einmal das. So, können wir das jetzt benutzen? Immer noch nicht. Der kann aber auf Seite gehen. Ja, der ist halt leider jetzt immer noch nicht gestunt. Damit würden wir das auf jeden Fall zerstören, aber ich hätte eigentlich ganz gerne den auch angegriffen. Wir hätten den auch noch. Machen wir das erstmal. Geht das jetzt? Jawohl. So, Blatt. Dann können wir hier den Krams einsammeln. Den können wir sogar hier mit stunnen. Dann macht der auch nichts. Oder wenig. Der ist für eine halbe Runde ausgeschaltet. Orders. Okay. Leider können wir keine Wand mehr dahin bauen. We are Legion. Und der... Moment, also der könnte... Der hat da auch nichts mehr für. At your service. Der könnte das jetzt wegmachen. Und damit der hier durch kann, braucht er zwei Felder, um sich bewegen zu können. Das heißt, wenn wir das hier hinbauen, muss der auf jeden Fall schon einen Umweg gehen. Oder der greift das Teil halt an. Kann er machen, aber braucht er halt länger. Mal rüber. Tremble before me. Dahin. The Imperator is my shield.
Also der wird mit Sicherheit einmal angreifen können. Ich kann den jetzt hier auch noch blenden. Machen wir das so. Dann sammeln wir den Kram ein. So. Und dann gehen wir da... Naja, vor allem Ding auf Seite. Und mehr geht gerade nicht. Der wird wahrscheinlich einen Schlag abbekommen. Das vielleicht wird er aber auch nicht getroffen. Ziel markieren, also damit hat er auch schon ein bisschen was verschwendet. Okay. Ziel markieren. Ah, der hatte immer noch genug, um anzugreifen. Okay. Dann ziehen wir den mal. Also wahnsinnig viel gebracht hat das natürlich jetzt hier auch nicht. Wenn wir da hinterhalten. Der Wag ist aber eigentlich ziemlich egal. Kette. 1, 2, 3. Ja, wunderbar. Der sollte idealerweise sich hinter jemanden stellen können. Ich glaube, wenn er da steht, könnte der den Hund hinterhalten. Ups. Den. Es sind nur 3 Angriffe, aber es sind 3 Angriffe. Ja, das war schon ganz ordentlich. Tremble before me. Der kann auch hinterhalten. Der kann mit dem nicht angreifen. Wie viel hat der? 266. Der hält dann so ein bisschen mehr aus. Ich würde da ganz gerne die Schilde entfernen. Dann machen wir. Na, da. Wir könnten drumherum laufen. Ich stell den erstmal auf Seite, der macht sowieso nichts mehr. Okay. Also der könnte rein theoretisch dahin laufen. Und der würde durch den Schlag, glaube ich, einen wieder zurückbekommen. Ja, und könnte jetzt nochmal schlagen. Er ist immerhin ein bisschen abgearbeitet. Ja. So. Das ist schon ganz gut. Der nimmt jetzt die Punkte von ihr. Stellt sich jetzt darüber, dass das auch ein Hinterhalt wird. Na. 1. Reicht nicht. Die. 2. Also wir können den jetzt. Ich könnte. Ah, da könnten wir auch nicht. Doch. Wir könnten den von hinten angreifen. Und mit etwas Glück würden wir da genug Schaden machen. Über Bande sozusagen. Weil wir müssten den angreifen, damit wir den töten können. Ansonsten wird es nichts. Durch den werden wir den nicht töten können. Aber das reicht nicht, wie es aussieht. Ja, das klappt knapp. I'll be quick. Ah, doch, Abschlachtung. Aber der lebt noch.
Der hat... Okay. Vielleicht, weil das mit der Abschlachtung nicht so ganz gezählt hat. Ich kindle Vestas Flame. Aber gut, weiß nicht, machen wir das hier noch? Das gibt, glaube ich, nochmal Nekrose. Mhm. Naja, gut. Der kann das hier noch machen zum Ausweichen. Es kann sein, dass der jetzt umfällt. Gift, Brand, Blutung. Und der steht im Feuer. Ja, okay. This place provided useful experience for me. I'm getting closer to be able to craft my own beacon spell that lights the way from Tartarus. May the gods save us from this outcome. Okay. Filling the Legion's coffers. Stand back while I count the spoils. Gut, die hätten wir jetzt auch zerlegt. Wir haben diese Rastoption, aber im Moment brauchen wir die nicht. Beschwörungsgötzen. Ist das der nächste, oder? Sollten wir wahrscheinlich, wenn es geht, nicht frontal drauf. Aber da kommen wir nicht hin. Da würden die da hingehen. Also wir müssen frontal drauf, wie es aussieht. Ja, da ist ein Hund. Ich glaube, ich sehe das da hinten. Okay, dann... Da ist es. Holen wir unsere Leute mal ein bisschen zusammen hier. Den setzen wir nach hinten. Der kann sowieso immer nach vorne springen. Der muss nicht da sein. So. Ja, jetzt haben sie natürlich sich wieder anders hingestellt. Aber okay. Okay. Das sieht ja jetzt nicht so dramatisch aus. Ich glaube, der eine ist zu weit weg für die Kette. Naja, er ist nicht in Reichweite. Was machen die denn? Dunkle Wolke. Okay. Also wir könnten den, ja, reduzieren. Vielleicht reicht das auch, um den zu töten. Müssen wir mal gucken. Ranziehen können wir den sicher nicht, ne? Wir könnten hinter den springen. Und wir müssen natürlich als erstes diese Götze platt machen. Und das wäre damit vielleicht sogar eine ganz... Ja, ganz gute Option, da jetzt einfach hinzuspringen. So, dahin. Der macht sogar mit dem Hinterhalt keinen Schaden. Ich glaube, der... Ja, ich dachte eigentlich, dass der auch piercen würde. Okay, dann versuchen wir mal mit dem die Rüstung, ja, zu demolieren. Ich könnte entweder so schlagen, ich könnte den stunnen, dann macht er aber keinen Schaden. Ich könnte weggehen. Naja, machen wir das so. Gehen wir da quasi aufs Ganze. Die macht ihre Vögelchen. Eins, zwei, drei. Mhm.
Die könnte dann noch was machen, aber... Okay, also der könnte da drauf lasern, das macht aber nicht genug. Der könnte auch normal angreifen. Oder wir rauschen da drauf und schlagen drauf. Naja, damit ist das aus dem Weg. Er hat jetzt nur 2 Punkte übrig. Okay, wie kriegen wir den zerlegt? Wir hätten mit dem dieses Abschlachtungsdingen. Wir könnten das hier einsetzen. Das macht halt ein bisschen. Machen wir auch. Vielleicht. Ah, ja, ne, da brauchten wir 2 für. Aber ich glaube, wenn ich hin. Genau, und wieder zurücklaufe, dann habe ich die Kosten um 1 reduziert. Das reicht immer noch nicht, um den abmetzeln zu können. Der müsste. Der müsste die Punkte von ihr klauen. Aber das macht. Naja, das macht viel Rüstung weg, aber. Wie sieht's denn hiermit aus? Das macht nur 1 Rüstung, kommt aber ansonsten überhaupt nicht durch. So. Jetzt geht's. Schnipp. Okay. Dann. Ach, das ist sogar schon voll. Ja, okay. Wir könnten das dann mal gerade holen. Wir können den angreifen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Wir bekommen also sowieso 12 wieder. Ja, ich kann das verballern, aber eigentlich ist das natürlich gegen Niederschmettern. Ach, jetzt auch nicht viel. Alle Gegner verlieren 20% ihrer maximalen Lebenskraft. Naja, also das wäre jetzt die einzige Möglichkeit, uns dagegen zu schützen. Machen wir das mal. Dann schicken wir den einen dahin. So. Und den anderen dahin. Beide gestunt, aber auch jetzt nicht super toll. Naja. Der wird wahrscheinlich auch in Versuchung dann sein, den eher anzugreifen. Wir können hier noch diese Entweihung mal aus Spaß machen. Das war ja dieser neu gelernte Zauber. Naja. Naja, kriegt wieder ein paar Lebenspunkte dazu. Aber die haben natürlich ihre Runden jetzt damit verschwendet. Und wir holen uns jetzt hier den Kram. Ja, der steht da jetzt ein bisschen blöd für. Den bringe ich jetzt um. Ja. Dann kann der den ranziehen. Stoßen wir den wieder weg? Ne, wir greifen den jetzt so an. Ja, der ist jetzt auch direkt im Eimer. Sammeln wir den noch ein. Okay. More land
to Death's Domain. Da könnten wir rasten, aber das ist jetzt auch nicht so wirklich nötig. Was haben wir denn? Beyond the Fused Asturias? More spoils. Oh. There he comes. That is the Fomorian champion. Oh, okay, da hätte ich noch nicht hingedurft. Rums. Ah, okay, wir sind auch noch nicht im Kampf. Okay. Ja, den machen wir noch nicht. Ja, ich würde auch sagen, hier ist es erstmal Zeit, dann einen Schnitt zu machen. Und dann machen wir die letzten verbleibenden Kämpfe beim nächsten Mal. Ansonsten wird das jetzt hier auch wieder ein bisschen sehr lange. Gucken uns aber gerade noch an. Our leader Sulla was born a Christian, but I led him back to the faith of our ancestors. And now he will rule the world in the name of Jupiter and Orcus. Mhm. A perfect campsite. Noch ein Camp. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal eins. Nee, das macht gar keinen Sinn. Da bekommen wir nichts. Doch für die einen, für den einen Kampf würden wir. Komm, machen wir. Bekommen wir irgendwo einen Buff drauf für einmal nächsten Kampf ein bisschen. Oh. Ein Hinterhalt. Entering my master's chapel without permission. One of you must pay in single combat for the transgression. Ein ehrenvoller Herausforderer verdient ein fairen Kampfduell. Spoken like a true warrior. Defeat me and you shall be given a fair reward. Gaius Julius. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so problematisch. Wie weit kommt der? Da. Wir laufen eine Runde weg. Der kann. Ah! Da kann er auch hin. Jo! Komm her. Ich hätte vielleicht noch gucken sollen, ob der nicht vielleicht Fernkampfangriffe machen kann. Da habe ich mich natürlich jetzt selber in diese Fallen ungünstig reinmanövriert. Das war ziemlich blöd. Jetzt komme ich da ja selber nicht raus. Ja, und das reicht jetzt auch nicht. Ja, das war blöd. Hätte ich die Fallen da nicht gelegt, oder nicht so dicht gelegt, dann hätte ich da jetzt normal noch rauslaufen können. Und dann hätte ich den von hinten einfach niedergeschnetzt. Ach, da bin ich jetzt noch. Okay. Ja. Das machen wir gerade noch. Our leader Sulla was born a Christian, but I led him back to the faith of our ancestors, and now he will rule the world in the name of Jupiter and Orcus. Ja. Ja. Okay. Also dahin. Wir werfen nur eine Falle, dass wir da gleich rauskommen. Wir sparen die restlichen Punkte auf. Gehen da rüber. Hinterhalt. You fought well, stranger. Take your reward. I fulfill my oath as the god.
can finally rest. Ja, dann schlaf gut. Wir machen die Kiste auf. Everything in that chest belongs to the Armschienen. Okay. Und das soll's dann auch für dieses Mal gewesen sein. Dann machen wir... Wir müssen noch ein so ein Ding irgendwo suchen, finden. Und ein anderes Ding. Eine Seele befreien und einen Götzen zerstören. Und dann gehen wir den Oberhoshi an und dann schauen wir mal. Ich vermute aber mal, dass der jetzt auch nicht so brutal stark sein wird, aber wir werden sehen. Neue Folgen gibt's immer samstags und sonntags und wenn was übrig bleiben sollte, dann streue ich das noch in die Woche ein, normalerweise dienstags. Gerne den Kanal abonnieren, um da nichts zu verpassen. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye bye.